Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück. Jawohl, die Gridiron Guardians sind zurück. Hier bei Madden NFL 25. Wir haben einige neue Sachen, unter anderem Damar Hamlin, Austin Corbett, Field Pass, Challenges, Get Energized. The energy is flowing. Get your mega energy cells by completing challenges, field pass and sets. Use them to upgrade your players to an amazing 95 overall and release 2 beginning on 10. What? What? 95 overall. Ihr wisst ja schon, dass wir erst Oktober haben, oder? What the hell? Okay. Gut, ja, kann man machen. Wir starten rein ins Ultimate Team. Ich bin ein bisschen perplex gerade noch. Müssen mal anschauen, was wir hier jetzt alles machen können. Da habe ich den FIFA schon mal für den Gridiron Guardians. Und der ist nämlich ganz schön lang. Energy Cell. 83 plus Mega Energy Cell. Also, gibt es Energy Cell und Mega Energy Cell? Mega Energy Cell. Nee, zweite Mega. Dritte. Vierte, okay. Boah, ja. Boah, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht, würde ich sagen. Wir haben 25 ungeöffnete Packs. Kyle Hamilton, SS 80 overall, BND. Was haben wir denn noch hier alles sonst? Training Camp, der übliche Wahnsinn wie immer. Wir haben hier Special Packs. Wir haben Limited, Legarius, Sneed. Genau, und hinten haben wir unsere üblichen Teams. So, jetzt pass auf. Wir müssen jetzt nochmal kurz rekapitulieren, was wir diese Woche alles gemacht haben. Also fangen wir an mit den Legends 7. Reward Pack, die wir da drin hatten. Da war, glaube ich, jetzt doch Jonathan Ogden. Wollten wir haben als Left Tackle. Und haben wir den schon geholt? Ich weiß nicht. Token. So, eine weitere Token. Da haben wir einen Season 2 Player Upgrade Token. Zwei Arca Tokens. Dann haben wir unter der Woche, für die, die es verpasst haben, Tyreek Hill gezogen, den 89er. Über ein Daily One Coin Pack. Hebt uns da mal komplett in neue Dimensionen für unseren Deep Run. Oder den, eher gesagt, den Deep Pass. So, Strategy. Ziehen wir nochmal. Giants. Team of the Week Token. Sammeln wir auch. Daily Coin Pack. Kann man mal mitnehmen. So, Upgrade Token Pack haben wir 5. Die müssen wir uns nachher anschauen. Jetzt müssen wir erstmal kurz das machen, was viel wichtiger ist. Wir müssen kurz die Challenges reinschauen. Wann hatten wir denn da in den Challenges alles? Legends. Week 7. Doch, wir hatten Jonathan Ogden. Genau, dann wollen wir da Jonathan Ogden machen. Natürlich wäre Junior Seau aber auch nice. Aber ich bevorzuge in dem Fall erstmal Ogden aus dem einfachen Grund. Ich hoffe, dass irgendwann jemand kommt, wo wir den mal nicht brauchen bei den Legends. Country Strong. B-Rack. Warte mal kurz, machen wir hier Program Legends. Bis 85 BND. Genau. Ich gebe noch nicht Jonathan Ogden raus. Dann haben wir nämlich einen neuen Left Tackle. Jerome Baker, Pacheco, Olavi, Hamlin, Collins. Oh, okay. Okay.
Nee, nicht Legends, da waren wir gerade. Nee, da will ich nicht hin. Entschuldigung, ich möchte zurück, bitte. Entschuldigung, ich muss hier raus. So, jetzt müssen wir auf AK. Country Strong. Brauchen wir beide eigentlich nicht. Wir haben einen Center erst bekommen. Night Train Lane haben wir schon. Gronk haben wir. Nein, ich verzichte. Ich verzichte. Nächste Woche müssten 89 kommen. Schau mal, was da dabei ist, würde ich sagen. So. Live Events. Play. 17 ungeöffnete Packs. Dann würde ich sagen, wir fangen mit dem Epic Options Pack an. Wie immer. Boom or Bust. Simi Fihoko. Schon 7000 Münzen. So, dann haben wir jetzt hier ganz, ganz viele. Fangen wir mal hinten erst mit Legends Fantasy an. Wir machen das immer der Event-Reihenfolge nach. Junior Seau. Nein. Jonathan Ogden, ja. Muss man nachher noch aufstellen. So, dann haben wir 84 plus Game Time Pack. Harrison Phillips. Das ist zu langsam. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Da sehe ich nur die Geschwindigkeit, die der hat, und weiß automatisch schon. Der sieht gegen die anderen von uns kein Licht. So, dann haben wir jetzt die Breakouts. Dann müssen wir auch schauen, wie wir Drake London fertig machen können. Byron Murphy brauchen wir auch nicht. So, 82 plus Breakout. Holy Smokes. Ja, 85 ist stärker als beide, die wir haben, glaube ich, im Moment. Schlägt Wilkins. Aber nicht in Play Recognition, das ist schlecht. So 3, 4, 5. So 3, 4, 5, 6. Mejor Green schlägt überhaupt nicht. Aber für den vierten Platz da rechts. Wir behalten Keanu Benton. Genau, jetzt haben wir hier einmal nochmal 85 plus. Komm. Irgendwas Krasses nochmal. Wir haben es verdient. Komm schon. Wir haben die so gut durchgespielt. Devon White. Weiß es gar nicht. Oh, holy smokes. Wen haben wir denn im Right End im Moment? Kian White. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, die sind gleich stark. Aber Micah Parsons kann einpacken.
Ja, Devon White kriegt da den Startplatz. Da schaut es schlecht aus für Micah Parsons. Da sieht er kein Land. So, da haben wir EA Play Oktober. Viermal. Keine Ahnung, was da drin ist. Matthew Judon habe ich schon gesehen. 83. Oh Gott. Judon muss ich erst vergleichen. Der Rest weiß ich, dass wir den nicht brauchen. LOLB. Wen haben wir denn im LOLB? Die Werte sind nicht schlecht von ihm. Ja, für den Preis. Für den Preis kann man ihn verkaufen. Das war unser Wert X. Gordon Johnson. Also wie gesagt, Juden war nice. Der Rest, ja, lassen wir mal so hingestellt. Ist ein netter Trainingspush. Brauchen wir auch. So, dann haben wir jetzt Hispanic Heritage Welcome Pack. Ich vermute mal, da dürfen wir jetzt einen Spieler wählen von denen. Den wir dann upgraden dürfen. Upgrade Token. Mudtip. Und noch ein Matt-Tipp. Warte. Earn Hispanic Heritage Upgrade Tokens to challenge Meister und Platz in Daily Objectives. Jawohl. Use these Upgrade Tokens to take your Heritage Play to the next level, upgrading the overall and stats. Jawohl. Take part in celebration by completing challenges, highlight rich stories and transformed histories. Jawohl. Den Token können wir mal behalten. Hispanic Heritage Player Pack. Und da dürfen wir uns wahrscheinlich auswählen. Jawohl, da haben wir einmal ein OLB, Wide Receiver Braxton Berrios. Left Tackle Anthony Munoz, den können wir schon mal knicken. Rigoberto Sanchez oder Chris Rodriguez. Was brauchen wir jetzt von den Positionen am meisten? Dich brauchen wir nicht. Dich auch nicht, da sind wir überbesetzt. LT haben wir gerade erst geholt mit Ogden. Braxton Berrios brauchen wir auch nicht. ROLB. Josh Hines, Allen und Robert Spillane. Na, das ist natürlich. Na, jetzt schwierig vorbeizukommen. Für Malcolm Rodriguez. Da wird es ganz schwierig vorbeizukommen. Wir haben jetzt schon ein paar Upgrade-Token. 1, 2, 3, 4, 5. 6 Upgrade-Token haben wir schon mal.
Wir nehmen trotzdem Munoz. Oder kriege ich alle? Achso, ich krieg alle. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, wir müssen einen wählen. Okay, dann haben wir jetzt die Gridiron Guardians. Was haben wir da drin? Im Tütchen. Erstmal ein geiles Logo. Matip. Kyle Hamilton. Und Dallas Goedert. Okay, nee, da werde ich wahrscheinlich eher auf Kyle Hamilton gehen. Welcome to the week. Head over to the challenge to begin collecting Mega Energy Cells and power up your Mega Players. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh my goodness. Weißt du, was das für ein Biest wird? Du hast einen guten Runblock, das wusste ich nicht. 72 ist eigentlich solide. Interesting. Na gut, schauen wir mal. Das ist natürlich jetzt auf den ersten Blick schon mal Deluxe, würde ich sagen, ne? So, da holen wir erstmal jetzt einen Platinum Player, 79. Graham Gano. Und hinten gibt's dich, genau. So, jetzt will mal schauen. So, 1100 Punkte zur Verfügung. Guardians Force Pack und das Ding ist weg. Dann kriegen wir 4 Karten. 3x 81 plus und einmal. Also nicht nice. Oder einmal 81 plus und oder beziehungsweise genau, also 4 Spieler. Warte mal, was? Doch 4 Spieler, genau. Und das eine ist dann entweder 81 plus oder eine Megazelle. Okay, das ist nice. Das unterstütze ich gerne. Letztes Jahr haben wir die ganz oft genommen. Da haben wir einen LTD nach dem anderen gezogen. Aber so läuft es diesmal nicht. 560 bräuchte ich für einen Gridian Guardians Player. Buy one, get one free. Season Tickets, genau. Oh ja, hier, by the way. Wo war das? Weiß ich gar nicht mehr. Shit, waren es die 87er? Die 87 haben es letzte Mal nur 90 gekostet. Da hat der Preis nicht gestimmt. Das war wild. Deswegen 88 können wir uns leisten. Und dann haben wir nämlich Stefan Dix auf 88, Pennings auf 88 und Cooper DeJean auf 88. Das ist pretty nice. Ihr habt es jetzt mal gefragt, wo die 89er sind. Hier, die kommen irgendwann mit einer Zeit. So. Also das muss ich sagen, dieses Ticketsystem, was sie da initialisiert haben. Siegen Hub, Chapeau. Richtig coole Idee. Richtig coole Idee.
So, Rewards. Passt. Mein Team. Ja, wir müssen jetzt hier ein bisschen ändern. Denn wir haben hier ein bisschen was zu ändern. So, Ronnie Stanley, Rashawn Slater. Jonathan Ogden. Anthony Munoz. Bauen wir den mal auf. Dann hat der Mann schon mal 86. Und dann steht eigentlich diese Seite da drüben schon mal wieder sehr solide auf einmal. So, Runblock ist nicht perfekt. Aber der Rest ist Munoz deutlich besser als Ogden. Das passt, bin ich zufrieden mit. Genau, so. Michael Penix Jr. Upgrade. Er ist unser Quarterback im Moment. Auch wenn ich oft mit ihm nicht zurechtkomme, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Es wird in nächster Zeit niemand an ihm vorbeikommen, weil den Push, den der hier jetzt von uns kriegt, der ist halt, ja, was soll man da sagen, einmalig, ne? Ist so. So, Michael Penix hat schon mal die 88. Stephon Dix bleibt trotzdem nur der Zweite, weil ich den gerne trotzdem, wie gesagt, beim Mesh-Spot nutzen würde. So, 88. Wir haben einen Haufen Defensivkarten noch gekriegt, gell? Jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass wir irgendwas vergessen hier. Genau, pass auf. Ja, Hamilton ist noch nicht so stark für da hinten. Du kommst raus, dann kommt nicht Keanu Beaton rein. Und dann haben wir hier. Micah Parsons fliegt raus, da kommt nicht dann Devonta Wyatt drin. Genau. Ist jetzt endlich stark genug, um es mit Ray Lewis aufzunehmen oder nicht? 1-0, 2-0, 1-2, 3-2, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3. Ja. Manti Te'o ist unser erster Linebacker. So. Und dann muss ich immer noch sagen, haben wir eigentlich eine relativ solide Aufstellung. Also es könnte, natürlich könnte es um viel besser, um einiges besser sein, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, wir haben ganz gute Arbeit geleistet. So, Long Snapper müssen wir jetzt mal kurz gucken, weil ich glaube, den Job verliert er. Nein, ich verliere immer noch nicht. Krass. Aber wir machen es trotzdem. Weil er halt auf so vielen Werten besser ist. So. Puka Nakua.
ist noch Wilkins da drin. Mir ist die Player Recognition in der Verteidigung schon sehr wichtig. So. So, lala. Dann müssen wir uns noch die Guardian Pack das Päckchen öffnen. Verpasst. So, jetzt geht's. Jawohl, jetzt geht's. So, Marketplace Store. Dann schauen wir mal, was da drin ist. +81+, +83+ oder Ding. Okay, pass auf. Fangen wir mit 81 plus an. Cole Strange, Left Guard. Wir müssen schauen, ob wir die einbauen müssen. Für die Challenges. Okay, dreimal dieselbe Karte, Alter. Okay, kriegen wir wenigstens einen zweiten Spieler. So, und jetzt kriegen wir einen dritten, weil wir noch einen 83 plus haben. Reed Blankenship. Soll ich mal kurz nachschauen? Mit 2 plus Gridian Guardians im Team. Okay, gut. Okay, gut. Wir müssen sie irgendwie einbauen in die Mannschaft. Das heißt, Larry Allen, Ezra Cleveland kommt raus. Eins, null, eins, eins, zwei, eins, drei, eins. Eins, null, eins, eins, zwei, eins, zwei, zwei, gleich stark, drei, zwei, drei, drei. Peppers ist da schon mal besser.
Spillane muss auch raus. Da kommt nämlich Byron Young rein. Okay, ist aber deutlich besser als Robert Spillane. Krass, okay, gut. Ja, gut. Wir nehmen es einfach mal so hin. Wir haben diese drei Spiele eingebaut. Jetzt müssen wir schauen, meine Items, was wir da so übrig haben. Was da weg muss, was weg kann. Drake London kriegt zum Beispiel noch Updates, meines Wissens. Weil da müssten wir eigentlich alles relativ gut erspielt haben in diese Richtung. Der hat nämlich 86. Gut, mit dem brauchst du dich gar nicht messen, mit dem eigentlich auch nicht, aber da bist du zumindest schon mal gleich stark. Genauso wie bei Fukanakwa. Und trotzdem reicht es in meinen Augen nicht. Der kann weg, den brauchen wir gar nicht vergleichen. Du bist besser als Heinz Ward und verdrängst Marvin Harrison, okay. Ja, well, it is what it is. Okay, bevor wir jetzt den Rest aussortieren. Line-up. Halt mal. Vielleicht können wir die irgendwie in Packs eintauschen oder so später. Für euch brauchen wir Mega Energy Zellen. Ja, ich hätte euch beide gern. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Müssen wir uns gut überlegen, wen von euch wir machen. Aber ich glaube, im Moment hat Kyle Hamilton die besseren Chancen. Wobei Dallas Goedert natürlich mit seinem Run-Block. Boah, das ist halt schon ein fettes Ausrufezeichen. Aber ja, ich hätte halt auch gern Kyle Hamilton. Müssen wir mal schauen. Aber einen von denen wird es auf jeden Fall werden. Genau, na gut. Sehen wir morgen. Bis dahin, schauen vor, bleibt gesund. Wir sehen uns.